Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Ich habe halt überhaupt nicht gewusst, was beinhaltet überhaupt so ein öffentliches Leben, so halb öffentlich. Und was ist das Promi-Zeug und bla. Aber das ist so, das ist unbegreiflich gewesen. Und dann kommt man drin rein, eben, man wird da reingerührt und plötzlich schauen dann die Leute an und finden, ist das nicht der? Und dann hört man seinen Namen und es ist so, was mache ich da? Ja, schüch sie. Das war schon immer etwas, was mich begleitet hat. Und ich habe es aber halt auch immer als Schwäche angesehen. Wieso so. Ist das eine Schwäche? Weil ich gemerkt habe, dass eigentlich dort, wo ich hin will, scheuch wie keinen Platz hat. Und dann fängt man halt an, sich zu verändern oder so gewisse Schemen. So wie kann ich das überdecken? Oder sich zuerst analysieren, was für einen Moment bin ich denn überhaupt scheu? Ich war ein fauler Sack. Ich bin nach der 6. Klasse. Oh, jetzt halt raus. Ich bin nach der 6. Klasse in die Realschule. Und bin ein schlechter Realschüler. Du hast einfach nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, außer meine Chopin-Stückchen gelernt und gamen und Sport. Und also Gamen, so Computerspiel. FIFA-Games. Nein, das hat es gar nicht gegeben. Das waren so die ersten Sachen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Bis in der zweiten oder dritten Jahr habe ich das gemacht. Und war schlecht. Und irgendwann hat mich natürlich Boost gemacht. Du kannst mehr und bla. Gib doch Gas. Sie haben mich in allem Boost. Privatunterricht, im Tennis spielen. Weißt du, ja, ich war sehr dankbar. Mir war einfach immer, wenn zu viel Druck kam, habe ich gefunden, du dich verweigern. Ich muss selber entscheiden. Und dann habe ich mit all diesen Sachen dann auch wieder aufgehört. Oder? Ausser eben mit der Musik. Das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht und dort dann eben genug reingegeben. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, wo sie dann in der dritten Real einfach so gefunden haben, okay, jetzt können wir nicht mehr beeinflussen. Oder so wie der letzte Satz nach, schau, du kannst, wenn du alles halt gibst, kannst du alles erreichen. Aber wir lassen dich jetzt in Ruhe. Und dort habe ich so gefunden, okay, stimmt eigentlich. Und dann habe ich angefangen, eigentlich, selber so mein Schicksal so ein bisschen in die Hand zu nehmen. So ein bisschen abgelutscht stöhnt, aber es ist so gewesen. Ich wollte dann Klavier studieren und habe dann aber auch gemerkt, dass es nicht so meins ist. Aber nicht, weil du zu faul warst? Nein, gar nicht. Also, es hat wirklich Zeiten gegeben, wo ich sehr, sehr, sehr viel geübt habe. Mhm. Aber du bist halt dann wirklich auch am Üben und eben sehr auf dich fokussiert, auf die Musik. Es ist schon etwas Egoistisches eigentlich, Musik. Oder? Was aber auch schön kann sein. Aber ich habe dann gefunden, ich wollte Musik machen mit Leuten irgendwie, und mich noch mehr ausdrücken und nicht nur Noten lesen und mich durch etwas schon Geschriebenes ausdrücken. Das ist jetzt vom zweiten Album eigentlich etwas. Und im ersten habe ich immer gemeint, ich muss eben reisen, mich inspirieren lassen von irgendwelchen Momenten und Augenblicken und Menschen und Frauen und weiss auch nicht was alles. Und habe dann aber gelernt, dass ganz etwas Simples, dass am Rennen hockt, eigentlich die Inspiration anfängt. Also, es war ein bisschen ernüchternd. Aber Rennen hockt und anfangen zu arbeiten, dann ist die Inspiration eigentlich meistens schon da. Was aber noch ein bisschen markant ist, dass seine Unterricht ein bisschen darüber aushängen. Und dann hat er das eine feine Neigung dazu, zu ein bisschen Sucht haben, ein Suchtverhalten. Das ist ja zutreffend. Sucht, ich bin sehr drogensüchtig. Nein, natürlich nicht. Aber schon der Hang zu plötzlicher Verbissenheit in etwas, wo alles Mögliche kann sein kann. Ist auch mit dem Perfektionismus, den ich irgendwo habe und wo auch eine Last ist. Ich habe früh angefangen, ich war glaube 14 oder 15, zweijährige Beziehung. Ah, schon? Ja, ich war aber schon etwa 3 Jahre verliebt in die Frau, bis
bis zu 14 gefragt hast, willst du mit mir gehen? Nein. Das hat sich dann natürlich so ergeben. Ich habe dann plötzlich bin ich irgendwo mal so auftaucht so. Und ja, ich habe das so ein bisschen eingefädelt. Und es hat so tatsächlich funktioniert. Und zwar so gut, dass ich es nicht mal gecheckt habe, was eigentlich dann stattgefunden hat. Und dann 2 Jahre und nachher in einer langen Beziehung. Mhm. Und dann gefunden, ich muss mal ein bisschen eben Pause finden, bla, so Sachen halt. Und jetzt aber wieder in einer Beziehung. Eben, du bist wieder frisch verliebt. Ja, kann man so sagen. Es ist eine Berlinerin. Eine Berlinerin, also interessiert sie nicht gross. Interessiert sie? Das ist ja so. Aber es ist eigentlich gut, haben wir euch kennengelernt, sie hat gar nicht gewusst, was du machst. Nein, keine Ahnung. Wirklich? Mhm. Du hast ein Glück gehabt. Ja, total. Ja, und jetzt haben wir eine Fernbeziehung. Reise ist jetzt immer hin. Nein, sie lebt in Zürich. Ah, okay. Sehr gut. Nein, Fernbeziehung habe ich genug lang gehabt. Das wäre schon die zweite Version. Nein, das hätte ich echt nicht mehr können. Du hast du sie ganz bewusst aus der Öffentlichkeit rausgeholt? Ist das ein bewusster Entscheid gewesen? Ja. Von ihr oder von dir? Nein, von ihr nicht. Ihr ist es eigentlich so egal. Mhm. Aber dir? Aber ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht damit. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi Mailand. Ein Hauch italienischer Eleganz.